Ja. Viel Spaß! Viel Spaß! Es war bei 000. So, das war viel Spaß! Ey, ich hätte das gern noch gehört, ne? Ich fand das sehr interessant. Ich nicht. Okay. Erste Runde. Erste Party sind hinter mir. Ich gehe sogar mit ins Lab. Jetzt denkt ihr bestimmt, ich bin ein Witch. Bin ich aber gar nicht. Bart ist vor mir in Spaceman rein. Interessant. Licht ist aus. Bibidubububub. Bibidubabbabub. Tun wir einfach so, als ob wir schon fertig sind. Das langt dann irgendwann auch. Bart geht raus und ist ein Admin. Babibubub. Wartet mal. Okay. Drei Leute Lab und Scheiß auf dem Untergang. Nicht die Katze. Oh nein, nicht die Katzengang. Miau. Katze miau. Ist gut. Miau. Ist Jeff verzaubert? Miau. Wo, was? Nein. Warum hat er so einen Hintergrund, der so eisig ja, ist? Weil Jeff, ist hier, weil Jeff hier wieder Special Snowflake sein möchte. Er will wieder besonders sein. Hallo, was ich ihn jetzt. Doch. Ist ein bisschen sass. Das ist einfach ein Geschenk und ein Eishintergrund, hallo? Ja, aber ja. Ich finde, du stichst aus der Masse raus. Ich würde dich jetzt brauchen. Muss jetzt auch nicht sein, tatsächlich, ja. Ja. Okay, all also I want for Christmas is Jeff. Ja. Deine Haare stechen auch so heraus, ne, meint er? Wir wissen, dass Timmich da liegt, wo er liegt. Hä? Und wir wissen, dass er gestorben ist beim zweiten Lightsaber wahrscheinlich. Wo liegt er? Oder? Okay. Bei Rakete. 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 Also Timmich ist mir eine lange Zeit hinterhergelaufen vom O2 aus und ich dachte, er ist die Witch. Und dann habe ich mich versteckt. Und dann ist er aber weggelaufen, als das Licht ausging. Dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich kann Parzi komplett rausnehmen. Mhm, Terste, gut. Bist du nicht wieder aus Lab rausgelaufen so und an Rakete vorbei vielleicht? Hast genau, ich war ja erst da mit dir, dann bin ich zu Lifeline, da haben alle gelebt. Hm. Boarding Pass gemacht, wieder hoch ins Lab. An Lifeline gekreuzt? Bitte? Ich bin an Lifeline an irgendjemand vorbei, ja. Also ich bin mit Parzi aus Specimen raus, Disc war noch in Specimen und dann... Mhm. Okay, stecht also, er jetzt einfach ganz fies rein, so Terste war gerade am Reden. Red gerne weiter. Shellinese war nämlich oben im Lab, wollte ich noch sagen. Mhm, das ist richtig. Shelly. Ich hab gar nichts gemacht, Leute. Nee, ich hab nur eine Bier getrunken. Nee, also, es muss, glaube aus meiner Sicht beim Licht aus passiert sein, weil ich war da noch im Lab und ich bin dann raus Richtung Licht und ich habe halt nichts gesehen. So, also klingt, macht mich jetzt uninteressant, bin ich ehrlich. Ja, doch, sie hat recht, wenn das Licht aus ist, sieht man nichts. Hat sie recht. Was? Ich weiß, ist das ist jetzt neu seit dem Patch, oder? Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich kannte das so noch nicht, weißt du? Nee, ich habe keine Ahnung. Also, Tassen, wo bist du eigentlich lang nach Lab? Spaceman rechts unten. Spaceman. Was ist ein Spaceman? Ich habe dich noch gesehen, aber dann bist du ja einfach durchgesprintet, Tassen. Das ist richtig. Richtig. Ja. Sind wir nicht alle Spaceman? Weiß ich nicht. Ach, schwierig, Terce, ne? Was ist, wenn es Terce und Shelly sind? Erste hat gekillt, zweite ist an der Leiche vorbeigelaufen. Ich bin dabei, Matteo. I don't know. Oh, Matteo, du hast beide. Matteo ist auf deiner ganz heißen Spur. Wir haben sie beide. Ich drück den Button, okay? Warum wir? Okay. Wenn Tim bei Matteo ist, wo war denn Tim dann? Oh, Comston sabotiert. Oh wei, ja. Oh wei, oh wei. Guck mal, ob sich Jeff traut hier. Hey, Jeff.
Marzi und Terste sind hier am Rumlaufen. Dann halt nicht. He dead. Hm. Ja. Und der liegt da direkt bei uns, Parzi, ne? Weil, wo ist bei uns? Ich hab dich ja, jetzt da an den Autoflaschen gesehen. Ja, du bist ja gerade runter zu den Wasserrädern gelaufen. Mhm. Ich war ja vorher am Müll, bin dann zu den O2-Flaschen gegangen und dann liegt da der arme Jeff. Ich kann helfen und zwar ist die Leiche so 17 Sekunden schon alt. Okay. Könnte auch leicht. Natürlich ein bisschen unglücklich. Bart, ich war nicht in der Cam. Du kannst da nicht vor mir wenden, weil ich war nicht in der Cam drinne. Oh! That's a lie. Oh. Vlesk versucht gerade einfach irgendein Play, was ich nicht verstehe. Oh, die Bartkatze versucht. Ich stand in der Cam und Bart kommt oben aus dem Electrical Vent rausgehüpft. Also aus dem Security Vent. Dann haben wir einen Morphling. Aber wahrscheinlich im Gedanken, Ich bin einmal an Cams gewesen. Das war, wo Coms ausgegangen ist. Da bin ich rausgelaufen, da bin ich Parzi entgegengekommen. Und danach bin ich rechts rübergelaufen und es war Cams an und Cams hat gesehen, dass ich in Dings reingelaufen bin, falls die Cam gerade auf Lab war. Ja, weiß jetzt also, nicht. Ich war also nicht Bart, links. Falls du es wirklich bist, ich bin enttäuscht. Ich hab dir vertraut. Wirklich. Ich hab dir quasi mein Leben. Ich hätte mir auch links. Gedacht, ey, Bart ist wieder dabei. Geil, endlich mal eine ehrliche Seele. Lesk. Und dann macht er sowas. Lesk. Trollst Bart. Du? Oder versuchst du gerade einfach nur, den Bart hat gewendet? Nein! Jo, Bart wendet. Aber wenn es ein Morphling war, wen bist du dann gecrossbart? Nur Parzi. Oh. Ja, aber Parzi war gerade unten. Ja, ich bin auch gerade in Lab drin, deswegen weiß ich auch nicht, wann Vlesk mich irgendwo gesehen haben will. Weißt du, wie lang der Morph her ist? Chris? Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ich 8 Sekunden. In der ersten Runde habe ich die Dings gemacht, neben Parzi, die Reagenzgläser, die habe ich jetzt gerade abgeholt. Aber ich will noch hinzufügen für Bart, wenn die Leiche tatsächlich 17 bis 20 Sekunden alt ist, so ein 8-Sekunden-Vent. Macht das Sinn? Als Killer dann? Macht das Sinn, fragt man sich doch. Wo kam denn Matteo her? Matteo, du schaust in Weapons. Also, nee, das ist schade. Vor allem, wann bist du denn Camps gegangen? Ich stand in Weapons, hab meine Download-Taste da gemacht. Gewotet, ja. Und dann kam mir Basel entgegen und dann bin ich hochgelaufen. Als stupid ist. Warum wendet Bart da? Ich raff das gar nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass es ein Morph war, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war Bart. Ich wüsste nicht, warum Morphling da... Der Morphling weiß ja nicht, dass ich ihn da sehe. Der würde dann irgendwo wenden, wo man on cam, also der wäre einfach rausgelaufen. Das ergibt keinen Sinn. Okay, scheiße, Mann. Du hast Linda getötet! Oh nein. Meinst du mich? Ja, tatsächlich ist es wirklich Bart. Der ist gerade durch die Leiche von Bar so durchgelaufen. Immer noch, nein. Beim Admin-Table liegt die Leiche, es ging unten Decon aus. Und dann ist Bart einfach durch die Leiche gerannt. Ich hätte Meyer euren Bart hat gewendet Frame versucht, aber ich habe nicht gewendet und ich habe auch keinen Kill gemacht. Wir müssen einen Morphling drin haben, wenn das wirklich so ist. Okay, ja, also wo bist du denn? Ich mir jetzt gerade auch noch gedacht habe in der Runde. Und irgendjemand ist gerade an mir vorbeigelaufen. Wenn du morphst und du stichst in Jeff rein. Sorry, Bart, ne? Das sieht jetzt ein bisschen auf die Pusche, aber. Warum? Wenn du morphst und in Jeff reinstichst und du siehst ja. Du denkst die Kameras an, dann läufst du einfach O2 raus, oder? Und wendest nicht, weil er weiß ja nicht, dass ich nicht in der Cam drin stehe, wenn er da rauswendet. Wovon und als Morph würde er davon ausgehen, dass ich ihn gar nicht sehe, weil ich bin ja in der Cam. So, macht ja keinen Sinn. Lesk. Ich bin nicht gewendet und ich war vorhin einmal links, das war als Coms angegangen sind, bin rechts rausgegangen, Parzi hat mich rechts rauslaufen sehen. Parzi ist oben links reingelaufen Richtung Cams. Ich bin danach nach rechts gelaufen. Cams war an. Ich war ins Lab drin. Und das ist der Punkt, wo die Runde geendet hat. Ich weiß nicht mal, wo Jeff gestorben ist. Also Parzi ist auch gestorben in dieser Runde aktuell. Hat jemand eine Ahnung, wo er liegen könnte? Oh, true. Also Linda ist eine Sekunde tot tatsächlich.
Ja, der ist halt eben passiert und dann ist ein Bart durch mich durchgelaufen. Ich bin's nicht. Dekon ging auf, ich habe einen Report-Button bekommen, ein Bart läuft durch mich durch. Also das würde prinzipiell passen, also ich habe zumindest Bart in Spaceman getroffen. Yes, und da stehe ich auch noch drin. Also ich kann sagen, von der Runde davor ist mir eine Shelly aus O2 entgegengekommen. Es kann sein, dass sie gewendet ist und dieses Morphling-Ding war, aber das ist sehr unlikely, meiner Meinung nach, weil er ja am Ende der Runde laut Vlesk oben gewesen sein soll. Ich schwöre auf alles, ich bin nicht vor Vlesk gewendet. Also wirklich nicht. Bist außer du hinter Shelly und Bart? Nein, ich bin ich überhaupt war letzte Runde nicht in O2. Ich war in Lab drin. Ich schwöre auf alles. Ich war in Lab. Okay. Oh, was? Wow. Wie ist denn das jetzt passiert? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab geskippt. Oh mein Gott, was? Hä? So. Dann werde ich jetzt auf Bart schießen. Ich werde kurz gucken, ob jemand tötet. Das war nicht richtig, oder? Oh, 5 Sekunden. Warum hat ihr jetzt Shelly gewotet? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Naja, weil sie dir ein Alibi geben wollte und ich mir dann dachte, ah, lass mal Bart nur eine Runde. Ne? Dann habe ich auf Shelly gewotet. Ah, okay. Ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, durch dieses Shelly-Ding, ein Crewmate hat dran geglaubt und 2 Imposter haben mitgevotet. Also ein Vote war von mir. Wir hatten sonst noch auf Shelly gewotet gerade. Ich hab geskippt, wie schon gesagt. Ich hab Bart. Scheiße, dann war Shelly ja wirklich falsch. Aber warum skippen? Nee, war nicht falsch. Weil ich hab auf Shelly gewotet, weil ich dachte, Shelly ist Nummer 2 und ich wollte gerade Bart aus dem Weg geskippt, weil ich keine Ahnung hatte, was ich voten soll. Weil Vlesk, also eigentlich muss ich Vlesk voten, weil er die ganze Zeit irgendwas. Aber keine Ahnung, wir waren 6 Leute. Wenn ja, ich weiß, du hast vollkommen recht. Also mein Verdacht ist immer noch jetzt zwischen Terst und Bart und ich glaube, Shelly war richtig. Okay, cool, ja. Also was mich stört ist, dass Shelly gerade 3 Votes bekommen hat. Vleske, du bist der Einzige, der gesagt hat, dass er Shelly gewotet hat, ne? Ich hab Shelly gewotet. Oh, krass. Na, warum? Ich wollte nur gucken, wie die Reaktion ist. Was ich halt so weird finde, ist, dass Vlesk gesagt hat, er hat mich wenden sehen, was zu 1.000.000% nicht sein kann. Es ist legit so. es geht mir auf die Eier, dass jedes Mal. Ich habe gerade Shelly gewotet, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt Shelly rauswote, Nummer 2 und danach. Ja, weil du denkst, dass ich es bin, aber das ergibt keinen Sinn. Okay. Ja, ich kann halt nur nicht sagen, was ich machen wollte, aber es hätte auf jeden Fall, wäre es ein Winning Play gewesen, weil wir dann gewusst hätten, ob du Imposter bist oder halt nicht. Gibt es eine Rolle, die davon profitiert, dass ich fliege, obwohl ich nicht Imposter bin? Also kann Vlesk irgendwas Mindgame-mäßiges machen, wo er Executioner. Ja, ich könnte Crewmate sein und den Imposter rauskicken wollen, klar. Genau, ja, ich bin aber nicht Imposter. Lawyer sein und versuchen, den Imposter zu schützen. Also Vlesk erzählt Bullshit. Vlesk erzählt kompletten ich Bullshit. Ich glaube Bart tatsächlich, ne? Ich glaube Bart irgendwie auch, weil der ist so vehement. Anguckt. Ja. Nee, jetzt ohne die Votes. Dann skippen wir. Weil also, dann müssen wir jetzt... Das ist ein Button, scheiße. Wir müssen Bart das muss Duo, ja Vlesk und Temporus jetzt zerschlagen, um auf Nummer sicher zu gehen. Tim, wer votest du? Bart! Nein, warum? Nein. Wir haben einen Mayer drin. Ihr habt gerade... Das ist ja unglaublich, was ihr gerade macht. Ich finde es auch unglaublich, ich habe Bart gewotet. Terste sieht aus wie ein Shelly Ghostbuster, aber für Scheiße. Danke, Tim, ne? Kuss. Wild. Ich habe die ganze Zeit auf Joker gespielt, ne? Und es war ja sogar richtig, er war ja der Imposter. Es ist ja Bart gewesen. Und Tim hat ihn beim Killen erwischt. Aber die hatten halt Angst. Bart und Terste hat halt auch nicht Bart geworden, ne? Ja, die hatten Angst, dass ich mariniere anscheinend. Nehmen wir hin. Wäre eine gute Runde geworden. Wenn Bart jetzt geflogen wäre, hätte ich halt 2-mal reinstechen müssen. Die Sache ist, wenn Bart jetzt geflogen wäre, dann hätte ich nicht gewonnen wahrscheinlich. Weil,
weil ich dann 2 Kills hätte machen müssen. Das wäre schon schwer gewesen, so. Aber man muss dazu sagen, ich habe das bis dahin, glaube ich, ganz gut gespielt. Er wäre unbelohnt für Bart gewesen, wenn er als Imposter geflogen wäre. Das stimmt. Aber ich bin natürlich als Schakal nicht darauf angewiesen, dass ich ihm eine gute Runde gebe, ne? Ich bin ja der Lügner gewesen, der einfach nur Sachen gesagt hat, die nicht gestimmt. Also ich, als Schakal lüge ich ja natürlich auch einfach rein und will, dass Leute rausfliegen. Hat er Glück gehabt, dass Matteo und Terste gesagt haben. Die Sache ist, das Einzige, was Sinn ergeben hätte für mich, war Jester. Aber das hat halt niemand interessiert. Es hätte nur Sinn ergeben, wenn ich Jester gewesen wäre. Nach dem, was erzählt wurde. Matteo war Mayor. True, was ist denn? Wer hat denn wie gewotet? Terste hat geskippt, oder? Kann das sein? Wie waren denn die Votes? Ach, Terst hat auf Matteo gewotet. What? Ja, er findet die Leiche unten nicht. Bart hat wahrscheinlich sogar gewonnen. Weil er jetzt einfach reinstechen kann. Außer Matteo findet die Leiche noch, aber das wird knapp. Flesk ja, der nee, Werkzeug, Bart hat gewonnen. Flesk wilder Werkzeug, krass. Bär Flesk heim. Sehr schön, Bart. Wow. Sehr schön, Bart. Was, Jeffer-Killer? Also, um das einmal klarzustellen, bevor das jetzt gleich aufkommt. Ich kann mich nicht dran erinnern, hinter Vless gewendet zu haben. Ach so, nee, nicht Vless war einfach Jakal. Vless war einfach Jakal, Bart. Vless so. Hat einfach Jakal, nur wieder reingelogen. Das hat mich so ja, abgefuckt. Ja, 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 aber es war ja richtig. Und du hast ja wirklich vor Tim getötet, ne? Was aber heißt, es war ja richtig? Junge, du kannst ja dir einfach sagen, Bart hat gewendet. Das ist so, als würdest du einfach mit so einem Uran spielen, so waffenfähiges Plutonium und sagen, ja, guck mal hier, was ich hier gefunden habe. Ich kann jonglieren, Alter. Ja, ich hab deine Postermate getötet. Ich hab deine Postermate getötet und dann dachte ich mir, dann kick ich dich auch noch raus. Du spielst hier mit Menschenleben, Bless. Aber ja, sorry, ne? Ich muss dir sogar gewonnen. Das Krasse war ja, es waren ja wirklich super viele Leute gegen dich, aber du hast ja trotzdem gewonnen.